Ich habe schon gespürt, es ist irgendwie, es fühlt sich gut an, es könnte was werden. Und ja, das ist super. Also es ist immer schön, wenn etwas aufgeht. Ja, und das sozusagen die Vorstadtweiber, oh, schafft. Finde ich, haben es wirklich geschafft, den Begriff Vorstadt ein bisschen zu verändern. Also früher hat man sich unter der Vorstadt irgendwie vorgestellt, außerhalb vom Gürtel irgendwie, Otterkring und Hernal sind Favoriten. Und jetzt irgendwie... Die Vorstadt nach Döbling. Vorstadt ist jetzt mittlerweile Hitzing. Döbling, Hitzing. Und irgendwie dieses Phänomen fand ich irgendwie total interessant. Und das ist auch Thema von meinem Konzertabend, also von meiner Show Vorstadtlieder.